Hi, ich bin Dennis, Animateur im Contiki Playa, direkt hier zu eurer Seite. Wir machen einmal in der Woche eine geführte Kneipentour durch den Ballermann selber, besonders für unsere Hotelgäste, damit die mal den Ballermann kennenlernen, aber auch mich und sich gegenseitig. Wird immer sehr gut angenommen, ist jeden Dienstag und geht offiziell bis 12, aber manchmal auch bis 5, je nachdem wie viele Leute dabei sind. Heute machen wir etwas kleinere Version, weil die Straßen auch sehr voll sind, eben durch die Kölsche Woche und den Karnevalsumzug gestern. Aber wir nehmen euch heute einfach mal mit und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. So, ja, wir gehen nach vorne. Drei, zwei, eins und lächeln. Wie läuft es heute ab? Wir sind 45 Leute. Das heißt, wir gehen gleich einmal rechts runter zum Strand. Da werde ich euch am Strand direkt schon ein bisschen was erzählen. Wie ist der Ballermann aufgebaut? Wie viele gibt es? Wo findet ihr das deutsche Viertel, das holländische, das englische und so weiter und so fort? Wie kommt ihr nachher nach Hause? Ist auch sehr wichtig. Da gibt es drei Möglichkeiten. Das erkläre ich euch am Strand. Dann gehen wir den Ballermann runter bis zum Ballermann 8, Höhe Bierstraße. Da werden wir ein, zwei Sachen machen, dass ihr euch untereinander kennenlernt. Also keine Kennenlernspiele, wie ihr werft euch einen Ball zu oder so, sondern ich werde eine Frage stellen und trifft die Aussage auf euch zu, stellt ihr euch dahin, trifft die Aussage auf mich auf euch zu, stellt ihr euch dahin. So lernt ihr euch kennen, ohne dass ihr miteinander reden müsst. Gut, jemand, der jetzt nochmal auf Klo muss. Schaut nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, Abfahrt. Wir gehen los zur ersten Station. Wenn ihr nachher nach Hause laufen wollt, an der Promenade entlang, könnt ihr euch an den Säulen orientieren. Die sind nämlich beschriftet von 1 bis 150. Die Zahl erkennt ihr sowohl auf der Strandseite als auch auf der Straßenseite. Ist ungefähr auf der Mitte der Säule. Euer Hotel ist direkt an Säule Nummer 90. Also könnt ihr euch ganz einfach merken, wenn ihr nachher am Strand entlang lauft beim Rückweg, einfach bis Säule Nummer 90. Heute ist nicht nur Kneipentour, sondern heute ist auch die Abschiedstour von unserer Animateurin Alisa. Dementsprechend gibt sie heute die ein oder andere Runde. Und es sind undercover noch drei weitere Animateure dabei, die vielleicht gerade hinter ihr stehen. Ja? Also, wenn sich Leute hier nicht benehmen, sind meistens die das. Gut, wir gehen jetzt. Hinten gibt es Ballermann 1, da hinten gibt es Ballermann 15. Für Leute von euch, die schon länger hier sind, vielleicht vor 10, 20 Jahren, die kennen den Ballermann noch mit 10 Ballermännern. Ja? Da war das noch andersrum, da war die 1 am Anfang und die 10 am Ende, was ja auch Sinn ergibt. Dann kam aber die Einwanderung dazu, so viele neue Leute, die sich hier selbstständig gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir brauchen 5 Ballermänner oder 5 Balnearios mehr. Machen wir 15 draus, 1 bis 15. Dann ist aber Folgendes passiert, der Bierkönig wäre von 6 auf 8 gerutscht. Also ist der Bierkönig vor Gericht gegangen, weil Bierkönig und 6 verbündet man miteinander und hat gesagt, wir bestehen darauf, dass das komplett umgedreht wird, damit die am 6er bleiben. Der Bierkönig hat den Prozess gewonnen und die Ballermänner wurden komplett umgedreht, sodass die 15 am Anfang ist und die 1 am Ende. Da seht ihr mal, was der Bierkönig für eine Macht auf dieser Insel hat. Okay, wir gehen jetzt in die Richtung bis zum Ballermann 8. Das heißt, sobald ihr das heiße Bütchen seht mit B08, ist das die nächste Haltestation. Auf geht's! Gut, jetzt sind wir am 8. angekommen. Da vorne, wenn ihr in die Richtung guckt, seht ihr gleich die Bierstraße. Da sind so Lichter in den Scheiben. Das wechselt die ganze Zeit hin und her. So LED-Lichter, das ist der Eingang der Bierstraße. Wenn ihr hoch in die zweite Etage guckt, die zweitbekannteste Straße nach der Schinkenstraße, wo der Bierkönig ist. Wer ist denn Single? Und wer ist in der Beziehung oder verheiratet? Also Singles rechts von mir, Vergebene links von mir. Wer auf Mallorca Single ist, geht in die Mitte. Ja, ich meine ehrlich. Wer fängt denn alles mit einem A an? Vier Leute, also aktuell liegt die in Führung, sieht schon mal ganz gut aus. Wer fängt mit einem B an? Drei, hast knapp. Haben wir Leute mit C hier? Ui, 1, 2, 3, 4 mit C, so viele C's hatte ich glaube ich noch nie. Claudia und Klaus oder so. Okay, haben wir Leute mit dem D hier? Na, 2, wir liegen nicht in Führung. E, keinen. F, keinen. G, 2 Leute mit dem G, das heißt A und C liegen noch in Führung. H, du liegst leider nicht in Führung. Oh. Haben wir Leute mit dem I hier? Jawohl, auch ein I, H und I. Hi, 1-1. J,
1, 2, 3, 4, das J kommt zur Führung dazu, okay. K, L, M, Ui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, M. Okay, ah ja. Mai. 3, Juni. 2, Juli. Oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Juli. Okay, jetzt wird's spannend. August. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Juli bitte Führung. September. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Sieg geht wirklich an Juli. Jemand dabei, der heute Geburtstag hat? Ja? Noch freust du dich, da kriegt eine Runde deiner. Du darfst immer nach vorne kommen. Ja, ja? Wie ist dein Name? Josefine. Okay, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir singen alle zusammen. Happy Birthday in 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Und dann machen wir für Alisa eine Laola-Welle zum Abschied, weil sie morgen uns leider verlässt. Gut, Alisa, bist du bereit? Ja. Alle die Arme nach vorne. Die Hände, die Hände, die Hände, die Hände. Und 3, 2, 1. Wenn ihr nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt, ihr könnt ruhig wieder ein bisschen näher kommen bis zu den Strichen hier, dass ich nicht ganz so laut schreien muss. Weil Mallorca ist ja die Insel, der sich wechselnde Gesetze, jede Woche irgendwas Neues. Und dass ihr Bescheid wisst, was ist verboten, was ist erlaubt und besonders auch warum, kläre ich euch jetzt einmal auf. Ja? Wir fangen also mit dem an, was wieder erlaubt ist, weil das ist nur eine Sache, da sind wir schnell mit durch. Und zwar seit Ende letzten Jahres ist es erlaubt, dass ihr wieder in den Bars rauchen dürft. Vorher musst ihr den Tisch verlassen und auf die Straße gehen. Seit diesem Jahr oder seit Ende letzten Jahres ist es wieder erlaubt, dass ihr am Tisch rauchen dürft, vorausgesetzt es ist eine offene Bar. Dann, es ist nicht erlaubt, am Strand zu übernachten. Wenn ihr am Strand schlafen solltet, sind das 1000 Euro Strafe. Wenn ihr am Strand mit jemandem schlafen solltet, also den Akt des Koitus ausgegangen sind das 1500 Euro Strafe pro Person. Also ob euch die 500 Euro mehr das wert sind, entscheidet selber. Ja? Aber beides nicht erlaubt. Auch das hat den Grund zu eurer eigenen Sicherheit. Ich habe nämlich letztens den Fall, ich bin zweimal die Woche Türsteher in der Rutschbahn und auf dem Rückweg hat ein Mann auf diesen Liegen geschlafen, auf den Haufen. Sechs Jugendliche hatten nichts Besseres zu tun, als den ganzen Haufen zu tragen, ins Meer zu stellen und umzukriegen, dass der Mann, der geschlafen hat, ins Wasser geflogen ist, fast ertrunken, weil er erstmal aufwacht. Und er schmeckt so gut. So, dementsprechend auch jetzt will ich nicht am Strand schlafen, verlockt das, aber ist egal, wie warm es ist. Ihr habt ja ein Hotel. Okay, das war's zu der Sache Gesetzeslage. Jetzt wisst ihr bestens. Jetzt gehen wir zur ersten Station. Die erste Station heißt Las Palmeras. Steht hier Kufstein, gleich jubeln wir. Was kennst du? Ja,
Thank you.